Diana Evelyn rollt während ihres Schlafes in ihrem Bett und landet einen mäßig lauten Schlag auf den Boden, als sie sofort aufwacht. Das war nicht der beste Weg, um einen neuen Tag zu begrüßen, aber zumindest besser, als angegriffen zu werden. Sie beschloss, etwas zu trinken zu holen und entschied sich für ein Getränk, nur um sich ein wenig den Hals zu reinigen. Es war gut wie immer, obwohl es ihr nicht half, sich körperlich besser zu fühlen, fühlte sie sich aus irgendeinem Grund müde. Es war, als wäre sie von einem Lastwagen überfahren worden, was definitiv zur Situation passte. Sobald das Getränk vollständig war, verbraucht war, sah sie Natascha, die wie ein Wachhund anwachte, an. Wunderbar. Natascha sah sie auf so eine peinliche Weise wie eine Bowlingkugel auf dem Boden rollen. Und jetzt starrte sie sie an. Hoffentlich wird sie ja sich deswegen für den Rest ihres Lebens sich über dieses lustig machen. Sie habe es nicht getan, deswegen begrüßte ich sie. Ich habe Fleisch gejagt, mitgebracht, gehäutet und haarige Kreaturen. Jetzt haben wir mehr Nahrung als zuvor. Diana erkündigte sich schon, als sie einen haarlosen toten Hund auf den Tisch bemerkte, der in vielen Scheiben geschnitten war und zum Kochen bereit war. Heilige Scheiße. Natascha ist wie eine große Katze, die Gräuel statt Ratten an sich bringt. Sie schafft es wirklich, sich zu verlassen und versucht ihr Bestes, um die faire Jagd dankbar zu sein. Toller Job. Ich schätze, sie werden viel mehr zu essen haben, als ich erwartet hatte. Natascha aber... Nächstes Mal bleibt es bei Bären, okay? Es war ein bisschen beunruhigend, aber Diana fand sich lächelnd, als ob sie Natascha stolzen Reaktion auf das Lob sah. Sie mochte es, sie trotz ihres seltsamen Verhaltens in der Nähe zu haben, weil sie eine liebe Freundin war. Diana war sowieso ein bisschen daran gewöhnt. Das war schön. Trotzdem Diana. Trotzdem konnte Diana nicht anders, als leicht zu stöhnen, als sie ihre Stirn hielt. Sie spürte einen scharfen Schmerz in ihrem Kopf, als sie an diesem Morgen mit schrecklichen Kopfschmerzen aufwachte. Das Ereignis des Vortages störte sie sicherlich mehr, als sie wollte. Jetzt würde sie nicht nur von den schwarzen Rittern aufgeschwört werden, sondern auch auf der Laufspülliste der Mac stehen. Sie kann sich im Moment wirklich nicht auf die freundliche Atmosphäre konzentrieren. Natürlich behandelt Diana die Situation mit einer äußersten pragmatischen Denkweise, dass sie jedes Mal ausrüsten lernte, wenn eine Situation absolut scheiße ging. Es ist, was es ist. Du wurdest von einem Hound gejagt und er versucht, dich zu töten. Und du verlierst einen Arm. Es ist, was es ist. Sie fallen versehentlich und stolpern in einem Level und brechen sich das Bein. Es ist, was es ist. Sie erreichen eine Sackgasse und sind dabei wirklich schlimm angegriffen zu werden. Was willst du wetten? Es ist, was es ist. Hilft wirklich, eine Kontrolle über ihre geistige Stabilität zu behalten. Ihre aktuelle Priorität war es, zu überprüfen, ob Kevin seine Energie wiedererlangt hat. Zumal er am Vortag anfing, sich genau wie die anderen Ritter zu verhalten. Sie saßen mit Stirnrunzeln an seiner Seite und berührten seinen Kopf leicht in einer fürsorglichen Bewegung. Sie wollte nicht vollständig akzeptieren, wie sehr sie sich Sorgen um ihn machte, wie ängstlich sie sah, als sie sah, wie sehr die Medikamente ihn beeinflussten. Aber erst lässt sie sich diese Sorgen nur zeigen, nur dieses eine Mal. Bald genug erwachte Kevin, um dieses Mal ging es ihm gut. Sein Blick dreht sich um Diana zu beobachten. Dann schwieg er. Sie bleibt etwa 30 Sekunden lang ruhig. Diana war die Erste, die etwas die Stille brach. Guten Morgen, Schlafmütze. Sie sollte kein Gespräch beginnen, nachdem er sich schrecklich gefühlt hat. Diana, was zum Teufel war das, verdammt nochmal? Sie schaut zur Seite, ihr Ton mildert sich, sobald sie dies tut. Willst du... Geht es dir gut? Weißt du, nachdem du fast abtrünnig bist und alles? Kevin setzt sich wieder auf, als er ein paar Sekunden darüber nachdachte, wie er antworten sollte. Ich bin anständig in Ordnung. Ich würde sagen, zumindest in sehr guter körperlicher Verfassung. Und geistig? Unklar. Großartig, es geht ihm körperlich gut. Natürlich wäre er geistig ein bisschen erschüttert. Aber solange es ihm gut ging, kann sie tief durchatmen. Hoffentlich müssen wir das Ding nicht benutzen, um dich wieder in Ordnung zu bringen. Ich möchte nicht, dass du das alles durcheinander kommst, damit du einen Herzinfarkt geben kannst. Sie spottet und gab vor, hart und leicht mürrisch darüber zu sein. Ehrlich gesagt war sie nur froh, dass er langfristig nicht stark betroffen war. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Unabhängig davon bin ich wieder in Ordnung. Und ich würde so weitermachen, wie ich es zuvor getan hatte. Es gibt keinen Grund, sich darüber Sorge zu machen. Diana verdreht die Augen und schaut ihn jetzt an. Es geht nicht um deine Kampfleistung, um die ich mir Sorgen mache. Es geht mir um deine Sicherheit. Ich dachte, dass du schlimmer werden würdest und dass ich es irgendwie noch schwieriger gemacht habe. Mir war das fetter Scheiß egal. Du kannst mir weiterhin helfen, ein paar Robobuster zu schlagen, aber nicht in diesem Moment. Wir sind nicht gerade Roboter, Diana. Du wärst mein Punkt, du weißt, was ich meine. Sie war aufrichtig und Kevin verstand es. Es verwirrte ihn, aber er fühlte sich irgendwie großartig. Es war ein seltsam warmes Gefühl. Du sagst, du wolltest lernen, wie man ein Mensch ist. Nun, dies ist ein Teil des Menschenseins, der sich mehr um das Wohlergehen einer Person kümmert, als um ihre Fähigkeit zu kämpfen, nachdem sie verletzt wurde. Zum Beispiel, wenn ich verletzt wäre, was würdest du tun? Ich würde mir Sorgen um ihren Prozentsatz des Überlebens machen. Ich würde alles in meiner Macht Stehende tun, um sie wieder in Form zu bringen. Ist das besorgniserregend? Kevin und Diana starrten sich für eine Ewigkeit an, bevor sie leicht lächelte. Es ist besorgniserregend, fürsorglich. Auch wenn man es auf robotische Weise sagt. Ich verstehe, was sie zu erklären versucht. Selbst wenn sie noch
Ich glaube, dass sie wie ein Mensch ist. Machen Sie Fortschritte. Diese Antwort gab ihm ein Gefühl der Erleichterung und vielleicht Zufriedenheit. Aber dieses Mal war es etwas Angenehmes. Ein schweigendes Verstehen. Das passierte, wenn zwei Personen sich lieben. Das ist es, bis die Erde das Schweigen wieder bricht. Wir können nie viel Zeit außerhalb von Missionen zusammen verbringen, aber das ist schön, sich einfach hinzusetzen und zu plaudern, ohne eine Pause von hin und her zu machen. Obwohl sie es vielleicht für unnötig halten, mir ist es wichtig. Ich hatte nie viel Nutzen darin gefunden, einfach zu warten oder diese Art von Aktivität zu machen, die ich anfangs nicht verstand. Sie hatten recht, weil sie dachten, dass ich für etwas unnötige Zeitverschwendung hielt. Aber vielleicht ist es nicht so unnötig, wie ich dachte. Am Ende hat dies einen Zweck. Und erst jetzt habe ich ihn erkannt. Diana kicherte und ruhte sich gegen den Stuhl in der Nähe von Kevin. Je mehr Dinge er lernte, desto mehr fühlte er sich erfüllt. Das erinnert mich daran, dass ich immer noch sagen muss, was coped bedeutet und warum es nicht so beiläufig sagen solltest. Das ist eine andere Sache, die du lernen solltest, dass ich auf meine To-Do-Liste setze. Sie erklärte kurz den Kontext und die Bedeutung des Wortes, was dazu führt, dass Kevin sie mit einem halb peinlichen und halb enttäuschten Blick anstarrte, als er eine Augenbraue hob. Du hast mich nicht bewappt, Diana Evelyn, wie kindisch von dir. Die Reaktion brachte Diana dazu, verspielt und amüsiert von der Situation zu werden. Und fand sie lustig, ja, aber auch interessant. Sie musste ihn jetzt darüber ärgern. Wenn du das sagst, aber ich werde dich eines Tages bekommen. Und dann werde ich stolz verkünden, dass ich ihn sie wirklich erobert habe. Ha! Kevins Gesichtsausdruck verwandelte sich gleich in ein Lächeln. Es war kaum da, aber Diana sah es, als er das brachte, sie auch zum Lächeln. Ihm war jedoch viel authentischer, also fühlte er sie den Raum mit einem sanften Lächeln. Das war, bis Diana anfing, etwas in ihrem Bauch zu fühlen. Ein Gefühl, dass sie für etwas warnte. Aber warum? Hat er das Schicksal verhindert? Sie stand auf und bat, mit ihren Freunden dort zu bleiben, als sie anfing, durch die Safe House zu laufen und eine Art Vibration zu spüren. Wie winzige Elektroschocks sie ihren Körper zittern lassen. Es fühlt sich wie eine weitere Bewegung an, wie eine Katze, die das sanfte Laufen einer witzigen Maus hört. Wer war das? Es konnte nicht Natascha sein. Natascha war genau dort in der Nähe von Kevin. Leider hatte sie nicht so viel Zeit zu nachdenken, denn in dem Moment, als sie von der Tür näherte, hörte sie ein lautes Klanggeräusch. Als sie schnell umdrehte, um auf das Fenster zu schauen, lag ein Glassplitter auf dem Boden. Einer nach dem anderen begannen die Leute aus dem Fenster einzubrechen. Sie waren bewaffnet und sahen bereit aus, ein Chaos zu schaffen. Das waren Mech-Agenten. Einige waren die gleichen, die versucht hatten, das letzte Mal sie zu fangen. Wie zum Teufel haben sie es geschafft, sie aufzuspüren? Diana bewegte kurz ihren Arm, um zu versuchen, einen Code einzufügen, der ihnen in die Situation helfen würde. Leider waren die Agenten für sie schneller. Sie weiß nicht, welche Art von Maschinen oder Gegenständen sie verwendet haben. Aber es hat die Macht in ihrer Rüstung vollständig abgeschaltet. Verdammt! Das war nicht gut. Kevin war nicht in einem guten Zustand, um zu kämpfen. Natascha allein konnte nicht mit all diesen Leuten umgehen. Besonders wenn die eine seltsame Technologie hatten, die in der Lage war, mit ihrer Technologie herumzuspielen. Und wenn sie vorübergehend zu deaktivieren. Sie können sich nicht verteidigen und Diana kann auch keinen No-Clip. Ihre Waffe ist oben. Das Einzige, was jetzt zu tun ist, ist für Natascha und Kevin zu gewinnen. Natascha, geh und hol Kevin und seine Rüstung. Diana musste schnell handeln. Einige der Agenten versuchten bald, sie anzugreifen. Aber sie schob sie ab und trat in den Bauch und trat in einen Faustkampf ein. Kevin versuchte verzweifelt von dort aufzustehen, wo er saß, um zu helfen, aber Natascha hielt ihn hin und hob ihn auf den Rücken. Was Diana betrifft, war es nicht einfach, die Agenten in Schach zu halten, aber das Adrenalin gab ihr ein bisschen Hilfe. Einige traten, einige versuchten sie zu erstechen, einige schlugen. Sobald sie sicher waren, dass Kevin von der Inkubator beide in ihren Griff waren, begann Natascha nach draußen zu rennen. Diana blieb immer noch zurück, versuchte die Agenten von Ausgang abzustoßen, schlug einen in der Nase, bevor sie sich umrannte. Einmal stellte Diana sicher, dass sie weit weg war. Sie erholte sich schnell ihren Swabbelbrander und machte einen Lauf darüber und eilte Natascha hinterher, nachdem sie die Agenten weggestoßen hatte, die versucht hatten, sie zu blockieren. Sie hatte nicht viel Zeit zum Nachdenken. Sie würde jeden Moment aufholen und sie müsste einen Weg finden, ihre Technik wieder in die Arbeit zu bringen. Die Agenten holen auf Natascha und verlangsamten sich. Sie sind so nah dran, dass ihr die Luft ausgeht. Sie fühlt sich krank, als ob sie ihren ganzen Magen vor Schreck dreht und schmilzt. Ihre Ohren klingen und ihr Gehirn fühlt sich verschwommen an. Nachdem sie viel rumgelaufen war und herumgehüpfte hatte, spürte sie endlich ein bisschen Kraft, noch einmal durchsauste. Und so hörte ich zu und fesselte ihr Schwert, um einen No-Clip zu machen. Sie schürzte in die Luft, aber tief durch. Ein Portal wurde geöffnet. Sie muss sicherstellen, dass Kevin sicher landet. Sie beginnt, die Agenten anzugreifen, die in sicherer Entfernung aufgeholt hatten. Dank ihrer Waffe war es viel einfacher. Sobald ihre beiden Gefährten in Sicherheit waren, eilte sie, um in Sicherheit zu bringen. Als sie sich das Portal schloss, wenige Augenblicke bevor ein Agent im Begriff war, ihren Arm zu greifen. Sie waren zu nah dran. Verdammt, sie sind davongekommen. Scheiße. Nicht lange. Das nächste Mal
Wie haben Sie das gemacht? Gehen Sie zurück zur Basis und organisieren Sie sich neu. Ja, Sir. Diana, Kevin und Natascha haben es alles geschafft. Sie waren jetzt auf einem anderen Level, aber Diana war nicht ganz wichtig zu entdecken. Das ist wahr, sie ist voller Wut und ihre einzige Priorität ist es, nach einem Ort zu gelangen, an dem sie bleiben können, jetzt, da jeder Ort gefährlich ist. Kevin scheint es nicht zu mögen, nicht in der Lage zu sein, Hilfe anzubieten, wie sein eindeutig mürrischer Ausdruck zeigt. Während Natascha ruhig und ungestört zu sein scheint, da alle sicher waren, gab es keinen Grund auszuflippen. Folgen Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass Sie etwas anfangen sollen zu laufen, und tauchen wir ein, verstanden? Es gibt einen gegenseitigen Konsens, bevor die Gruppe anfing, bevorzuging, bis sie auf eine Frau stoßen, die Diana sehr vertraut war. Diana Evelyn, du bist am Leben und du trägst die schwarze Ritterrüstung. Du hast zwei schwarze Ritter direkt hinter dir. Die Frau sah mich sehr verängstigt, aber auch neugierig aus. Diana zuckte ihre Sorgen ab, als sie ein leichtes Lächeln anzauberte. Ja, ich lebe. Könnte besser sein, wenn man bedenkt, dass mein Haus vor dich einmal ein paar Minuten zerschlagen wurde. Kümmern Sie sich übrigens nicht um sie. Sie sind gut, um sie versuchen, mir zu helfen, die anderen schwarzen Ritter und alle zu besiegen. Fragen Sie sich auch nach der Rüstung. Es ist eine lange Geschichte und ich werde es Ihnen wahrscheinlich an einem sicheren Ort erzählen. Rebecca sah selbst verwirrt über alles aus, was Diana zu erklären versuchte. Wer weiß, was an ihrem Kopf los ist. Nun, ich denke, ich habe den perfekten Ort für sie gefunden, um sich zu verstecken. Da ihre Ziele mit den Menschen übereinstimmen, mit denen ich arbeite, folgen Sie mir und stellen Sie bitte sicher, dass niemand hinter Ihnen ist. Natascha schien der seltsamen menschlichen Frau zu vertrauen. Kevin vertraute ihr ein wenig. Diana brachte jedoch die widersprüchliche Meinung, indem sie ihre Kollegen hinterherhing, was schließlich dazu führte, dass Natascha sich bewegte, nachdem sie und Kevin auf ihrer Seite gezogen wurden. Nach langem Gehen, Erklären und Ausruhen kam die Gruppe an einem Ort an, der sofort von Rebecca als Lager des Ritters Errantas beschrieben wurde. Eine Gruppe, die sich der Bedingung des schwarzen Rittern widmete, die sich eine Bedrohung darstellte. Sie ging weiter und empfahl ihnen, zurückzubleiben, während er mit Jammermannermann sprach, auf dem sie sich nicht näher eingangen wollen. Die drei warteten und warteten. Diana war die ganze Zeit totenstill, als würden sie vielen Dinge verblüffen, um nicht zu platzen. Das ist es, bis sie alle von Rebecca reingelassen wurden. Sie befanden sich im verirrten Lager. Insbesondere wurden sie von einer ordentlichen, organisierten Studie gebracht, um einen Mann in weißer Rüstung wartet auf sie und saß auf einem Stuhl. Ich hätte nie erwartet, dass jemand, der diese verfluchte Rüstung trägt, lebendig in unsere Wohnung tritt. Aber was Rebecca mir gesagt hat, hat ihr zum Glück das Leben erspart. Du sollst ihr dafür danken, dass du ihre Botschaft schon so schön übermittelt hast. Diana schaut nach unten und dankte Rebecca kurz, bevor sie ihren Blick zurück zu dem Mann in weißer Rüstung richtete, der sie mit durchdringenden Augen anstarrte. Nach dem, was sie mir gesagt haben, stimmen ihre Ideale mit unseren überein, was sie zu großartigen Anforderungen für unsere Zwecke machen würde. Da sie behauptet, dass sie gegen den Black Knights und daran gearbeitet haben, sie zu eliminieren. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wir haben schon einmal schwarze Ritter getötet und wir werden dies auch weiterhin tun. Wir waren schon vorher in einem sicheren Haus stationiert, aber jemand hat uns aufgespürt und kompromittiert. Nun, wir sind weggelaufen, weil wir wussten, wie man diese Technologie deaktiviert. Dieser Mann wechselt die Position, scheint fasziniert von Dianas Geschichte zu sein. Er schaut ihre Gefährten ohne Misstrauen an, scheint bereit zu sein, ihnen zu glauben, da er sie nicht auf der Stelle getötet hat. Sehr gut. Sie können bleiben und uns helfen und Rebecca wird sie zu den drei zu einem Zelt führen, in dem sie schlafen werden. Wenn sie Hilfe benötigen, können sie sie fragen. Sie erzählen von ihrer Freundschaft mit ihnen. Arivare Diana Evelyn. Sie wurden entlassen und Diana nahm einen Atemzug der Erleichterung, bevor sie zum Zelt begleitet wurden, wo sie zu einem anderen ausruhen konnten. Er sah ziemlich sauber aus, geräumig und komfortabel, mit vielen Betten und den anderen Möbeln. Schließlich konnten sie das ganze Gepäck, das sie herumliefen, abstellen und Kevin ließ sich an einem der Betten nieder, jetzt in der Lage, sich richtig auszuruhen. Diana floppte auf das Bett und erschöpft und geistig ausgelaugt. Natascha klopfte ihr leicht auf den Rücken. Du hast es gut gemacht, wir sind in Sicherheit und ruhen uns aus. Ich werde zusehen und uns beschützen. Sie sagte in einem etwas fürsorglichen Ton, bevor sie sich vor der Zeit niederließ, um zu wachen. Es ist eine Art Gewohnheit, die sie angenommen hat. Diana beschließt sich dorthin zu rollen, wo Kevin war, in seiner Nähe zu liegen, aber ihm nicht zugewandt zu sein. Sie griff an der Decke und knirschte mit den Zähnen bei dem Gedanken, was sie verlor. Es war eine ständige, nie endende Gefahr. Niemals konnte sie sich fest ausruhen und das Risiko, dass jemand alles wegnimmt. Es forderte sie ihren Tribut, dass sich ihr Haus war das einzige Normale, was übrig blieb, um sie zu trösten. Jetzt ist sie weg. Du bist frustriert, Diana. Das ist nicht offensichtlich. Ich habe es satt, dass diese Dinge wie Scheiße laufen. Ich möchte, dass die Dinge viel öfter gut laufen. Kevin schaute auf sie herab mit seinen roten, leuchtenden Augen unter dem Licht des Zeltes.
Sie kehrten diesen Blick nicht zurück, weil ihr Gesicht in diesem Moment laut Verwundbarkeit ausrief. Die Dinge, die werden zwangsläufig schlecht laufen. Wenn es so viele Bedrohungen nach dir gibt und doch bist du noch am Leben und bewegst dich immer noch. Das ist der Grund genug, die Frustration nicht übernehmen zu lassen. Das hat sie irgendwie angekreuzt. Sie wollte nicht wütend auf ihn sein, aber sie meinte nicht das, was sie sagen wollte, aber sie war ziemlich erschöpft. Was wissen Sie darüber? Wie schwierig ist es, Frustration zu kontrollieren? Es kann nicht einfach magischerweise verschwinden. Ich bin erschöpft, Kevin. Ich kann es einfach nicht lassen, weil ich trotz allem am Leben bin. Sie wissen nicht einmal, wie kompliziert menschliche Emotionen sind. Sie erkannte nur wenige Sekunden nach dem, was sie gesagt hat, wusste schön, als sie ihm zuwandte. Sie sah schrecklich traurig aus. Scheiße, tut mir leid. Das wollte ich nicht sagen. Ich war nur wütend. Du hast dein Bestes gegeben. Es tut mir leid. Irgendwie sah Kevin überrascht aus über ihre vorige Reaktion und schaute auf seine Beine. Vielleicht tat es ihm leid, dass er den falschen Rat gegeben hatte. Ich entschuldige mich, wenn die Dinge, die ich gesagt habe, verletzend gewesen sein könnten. Es ist immer noch schwierig, sich an einen anderen zu gewöhnen, ihn zu verstehen und sich an ihn einzuführen. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Jana lehnte ihren Kopf gegen sein Bein, seufzt tief und macht ihre Entschuldigung in eine andere Richtung zu vermitteln. Vielleicht kann ich jetzt mal versuchen, ihnen beizubringen, wie sie reagieren sollen, wenn sie sich in einer ähnlichen Situation wie dieser befinden. Also werden sie nicht so schuldig fühlen, wenn sie sich gerade fühlen. Klingt das gut? Kevin hatte einen Hauch von einem Lächeln auf seinem Gesicht. Er schien die Idee zu schätzen. Wieder einmal übertreffen sie alle meine Vorstellungen, Diana. Sie finden immer einen Weg, ihre Situation zu lösen. Streit oder ungezwungenes Gespräch. Sie kennen alle Abkürzungen zu einer Lösung. Das gab ihr das Gefühl, geschmeichelt zu sein. Sie ließ ein müdes Lachen aus und fühlte sich schläfrig. Ich denke, es ist deine Art zu sagen, dass du stolz auf mich bist. Und du schätzt, nun, ich fühle mich genauso. Du bringst am Ende immer meine Moral wieder hoch, auch wenn sie sich nicht üblicherweise tun. Sie geht und beginnt zu spüren, wie sich ihre Gliedmaßen auf der weichen Oberfläche des Bettes entspannen. Du bist wirklich ein guter Mensch, Kevin. Näher und näher an einem Menschen. Sie hielt ein paar Sekunden in und fuhr dann fort. Ich schätze doch. So, sie murmelt, bevor sie in tiefen Schlaf lief. Kevin beobachtet sie. Als sie schlief wie ein Hund, regte sich unbewusst, um eine Haarsträhne und ihren Gesicht wegzubewegen. Er sah es an seiner Hand verwirrt an, aber er stellte sie nicht in Frage. Er schloss seine Augen und ließ sie von der ruhigen Ruhe des Zeltes beruhigen.